Hallo liebe Musikmachen.de und Gitarre- und Bassfreunde, wir befinden uns hier in den Headquarters in Köln und mein Name ist Markus von Arrowhead und ich habe die große Ehre, euch ein paar meiner Sounds zu zeigen und euch was über meine Amps und meine Gitarre erzählen. Freund von Delays und das ist mein Haupteffektgerät, wenn wir gleich mal bei dem Board anfangen wollen. Das ist ein altes Yamaha UD Stomp und wir hören hier gleich 8 Delays auf einmal. Nicht besonders subtil, aber getimed im Song 60 BPM. Ansonsten haben wir hier einen leichten Crunch-Sound auf dem Tube Thomson 5161 und einen 5 Watt German Brillwürfel von dem Brillwürfel, ganz wichtig, von dem ich nur die Endstufe benutze, um diese Stereo-Sounds generieren zu können. Normalerweise für reguläre Sounds verwende ich nur ein Slapback wie folgt. So, wir gehen weiter in der Kette. Als nächstes habe ich einen Booster. Und zwar, der ist ganz neu, der heißt Amp 11 und er geht wirklich bis 11. Und damit kann ich diese alte Gitarre zur Humbucker Gitarre fast verwandeln. Dieses wunderschöne Pedal hat zwei Funktionen. Nummer eins, hier ist der Crunch-Sound. Hier ist die erste Stufe. Und wenn ich jetzt etwas mehr brauche, bin ich hier am Start. So, dieses Delay ist immer ungetimed und es vertanzt sich jetzt mit den ganzen Becken normalerweise. Ich verwende es auch als eine Art Hallersatz. Zwischenzeitlich hab ich den MXR Phase 90 dazu geschaltet. Für die meisten Leute das Van Halen One Gedächtnispedal. Und das wichtigste Pedal, da ich gerade frische Saiten aufgezogen habe, ist der Tuner, weil die G-Saite natürlich wieder rausgerutscht ist. Diesen Tuner schätze ich sehr, der wird in Dänemark hergestellt, den kennt ihr alle. Man macht das hier und man sieht, wo man verstimmt ist. Als einzig nächstes Pedal habe ich einen Tube Thomson Turbo Screamer, Markus Demel Signature. Das ist die Arbeit zwischen mir und Nils Thomsen, hat diesen etwas optimierten oder anders klingenden klassischen Tube Screamer rausgebracht. Der hat jetzt wesentlich mehr Kompression und den verwende ich wesentlich sensibler als den Amp 11. Wie zum Beispiel, wo sind wir denn? Was machen wir hier? Das heißt,
ihr hört, da ist sofort eine Art von Kompression. Gerade für so eine Art Peter Green Sounds verwende ich den sehr gerne. Der Vorteil an diesen beiden Boostern ist, dass wenn ich fliege und nicht meine Amps dabei habe, ich eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise klarkomme mit allen modernen Amps. Meistens kriegt man moderne Marshalls irgendwo in Ungarn hingestellt und das ist sozusagen mein Maria-Hilf-Board. Dann habe ich hier ein Secret-Pedal, da steht Gun drauf, damit kann ich schießen, aber es ist jetzt nicht angeschlossen, das mache ich aber jetzt mal ganz schnell. Es knackst jetzt ganz fürchterlich. Wir sind live on air hier. Der Grund, warum ich dieses Pedal jetzt nicht in der Kette habe, ist, versaut mir den Sound. Und normalerweise habe ich eine Umgehungsbox. Das ist die allerwichtigste Box, wie auf meinem großen Board. Und ihr hört, das Rauschen nimmt auch gleich extrem zu. Vielleicht hört man das da. Eine Umgehungsbox, womit ich alles auf einen Schlag ausschalten kann. Und dann sind einfach nur 12 Meter Kabel und eine passive Splitbox zwischen Amp und mir. Ja, ihr seht, nach dem Konzert, wenn ich schlecht gespielt habe, kann ich mich damit selber abknallen. Und das ist es eigentlich. Geschaltet ist es nochmal, ist ganz einfach. Diese Pedale, die ihr hier vorne seht, sind alle einfach vor den Amp geknallt. Old school. Wir sind jetzt hier auf dem High-Gain-Kanal, Gain auf 9 Uhr steht, also ganz wenig Gain, so dass ich auch noch clean sein kann, so ähnlich wie es bei einem alten nicht umschaltbaren Amp vorfinden würdet. Genau, aus dem Delay, aus dem Stereo-Out des Delays gehe ich in den Return vom zweiten Amp, um den Stereo-Effekt zu erzielen, und das ist auch super für Das ist super für Menschen, die ihr eigenes Delay nicht bedienen können. Hier haben wir zum Beispiel einen Standard Arrowhead Sound, der da ist wie folgt. So, was passiert hier, ist überhaupt keine Zauberei, ist ein kindereinfacher Trick. In der Dance-Musik macht man sowas immer. Ihr kennt es vielleicht auch von dem Song Cathedral von Van Halen. Es gab es aber auch schon vorher, nämlich bei Pat Travers, glaube ich. Wie dem auch sei, alles was hier passiert, ist ein punktiertes Achtel-Delay. Da muss man das jetzt nur im Tempo treffen sozusagen. Ich glaube, ich habe es jetzt auf 130 eingestellt. Und ich spiele Achtel und ihr hört dann, 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 dann. Wie zum Beispiel erste Arrowhead-Platte. Ich mach's mal gepickt ohne Volume Swells. Ja, überhaupt. Auch hier ist wieder der Phase 90 als Treble Booster am Start. Und es ist ein toller Trick und er ist auf jeder Arrowhead-Platte und klaut ihn, er ist ganz einfach. Und ansonsten, was haben wir noch im Gepäck? Wir hatten den Flächensound, wir hatten mein
Standard-Delay. Hier ist es noch ein bisschen länger für die ganzen Balladen, wie folgt. Na, also da ist schon relativ viel. Und was ich auch mache, dass das Delay einem nicht so auf den Keks geht, ich bedämpfe den Sound wie bei einem alten Analog-Delay. Also wenn ihr jetzt Echoplex-User seid oder Analog-Fans seid, bei diesem tollen Delay, was man auf eBay noch kaufen kann, könnt ihr einen wunderbaren High-Cut machen und so eine Art Echoplex-Simulation machen. Das Ganze wird getrieben von einem, auch sehr wichtig, von einem Kraftwerk 7. Das hat mir Niels Thomsen auch gebaut und damit gibt es normalerweise keine Brummprobleme. In meinem Stageboard ist es so, dass ich noch ein altes Wemmi-Pedal habe, die Umschaltleiste für den Amp, ein Univibe von Love Pedals, Liebespedale sind sehr, sehr wichtig. Und die Umschaltbox und das war's. Aber das Board ist viel größer, ist viel komfortabler. Und ach ja, und neuerdings habe ich noch einen Touch-Wah, weil Wah-Wahs mir immer kaputt gehen und den Sound versauen. Und im Prinzip war's das. Ach ja, die Gitarre ist eine, das ist so meine Gitarre seit 8 Jahren. Meine Hauptgitarre, zu 90% hört ihr die. Vorher habt ihr meistens diese hier gehört. Das ist die Gitarre, auf der ich, vielleicht auch nochmal zeigen. Das hier ist eine 63er. Teilweise war sie mit Tippex refinished, als ich sie gefunden habe. Ich nenne sie Headhole, weil sie 3 Kopfschüsse hat. Oder die Vintage-Sammler wissen, was das heißt. Das ist ein sogenannter Indonesier. Das wurden in den 60er Jahren, waren das 9-seitige getan, weil Fender Stratocaster viel günstiger waren als eine 12-seitige Rickenbacker zu Byrds Zeiten. Die Gitarre ist Stock bis auf 6105 Bünde. Und Kloppmann 60s Pickups, weil die Original-Pickups mikrofonisch waren, bei den Lautstärken, bei der wir Musik machen. Diese hier ist eine 86er USA Vintage Reissue, die ich 1990 gegen eine Korea Stratocaster getauscht habe von einem guten Freund von mir, der mich immer noch duzt, ein Gentleman namens Lee Wertman, und deshalb heißt diese Gitarre auch Lee. Sie war neu, als ich sie gekriegt habe, und sie ist nicht gereligt. Also diese Gitarren sind vom Leben so gezeichnet. In dieser Gitarre haben wir ein Kloppmann Arrowhead Set, ne, HSS Bestückung. Und was ich noch sagen sollte, ich habe eine Dummy Coil für Brummgeräusche, die eventuell durch Alarmanlagen oder Oberleitungen geschehen, so dass es nicht zu kryptisch wird als Single-Coil-Spieler. Und ansonsten war's das und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Peace, Markus Demel out.